Ich zeige euch heute vier fantastische Aktien, die im Jahr 2024 enormes Potenzial haben zu steigen. Und ich habe vier Aktien ausgewählt, die unterschiedlicher nicht sein könnten, von verschiedenen Kontinenten, ganz kleine Aktien, ganz große Aktien, ganz verschiedene Branchen. Und wir starten auch gleich mit einer sehr bekannten Aktie aus den USA, und zwar PayPal. PayPal hat in den letzten Jahren einiges an Kursverlust hinnehmen müssen. Das Hoch hier bei $300 im Jahr 2021, inzwischen nur noch bei $62 der Kurs. Also wirklich ist 70, 80% Kursverlust, je nachdem, wo man dann auch gekauft hat, wenn man eben zu Hochzeiten gekauft hat. Und wir sind jetzt noch bei einer Marktkapitalisierung von etwa 70 Milliarden Dollar knapp. Und das Schöne an PayPal ist natürlich, das ist ein Geschäftsmodell, das kennen wir alle, das verstehen wir und viele von uns nutzen PayPal natürlich auch. Und das ist natürlich schon mal eine super Grundvoraussetzung, wenn ein System, eine Software in der westlichen Welt überall verwendet wird, ist das natürlich ein enormer Sicherheitsgraben, Burggraben, dass die Software auch in nächster Zeit Gewinne abschreibt. Natürlich gibt es auch Risiken, es gibt Konkurrenz, man kann natürlich auch mit anderer Software bezahlen. Es gibt Apple Pay, es gibt Google Pay und so weiter. Aber natürlich ist es trotzdem ein etabliertes Unternehmen. Und wenn wir mal in die längerfristige Betrachtung reinschauen, wir sehen auch hier die Umsätze. Die Aktie ist enorm gestiegen von $5 auf inzwischen $26 je Aktie. Die Gewinne von 66 Cent 2012 je Aktie $3,37 nun und so weiter und so fort. Also wir haben hier wirklich ein super Unternehmen von den Wachstumszahlen her, auch von der Marke natürlich. Aber der Aktienkurs ist natürlich enorm nach unten gegangen. Und wenn wir uns hier mal das Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis anschauen, mit eben einem Free-Cashflow je Aktie von $4,43 je Aktie aus dem letzten Jahr, dann nehmen wir den Kurs $62,56 geteilt durch eben die $4,43, kommen wir auf ein Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis von 14. Und das ist eigentlich enorm günstig aus meiner Sicht für so ein Top-Unternehmen, aber muss auch hier etwas beachten. Und dazu schauen wir mal schnell in die Kapitalflussrechnung rein und wir sehen, dass sie auch von dem Free Cashflow einen großen Teil nutzen, um eigene Aktien aktuell zurückzukaufen. Der Kurs ist stark eingebrochen und jetzt werden die Aktienrückkaufprogramme erhöht. Und das ist auch schon wieder ein sehr gutes Zeichen für intelligentes Handeln von Managementseiten aus, denn es ist natürlich viel besser für die Aktionäre, wenn das Management eigene Aktien zurückkauft, wenn der Kurs unten ist und eben nicht wie 2021, wo er enorm hoch war. Da hat man eben keine so großen Aktienrückkäufe gehabt. Jetzt ist der Kurs gefallen, jetzt kaufen sie Aktien zurück. Das ist auch schon mal ein sehr gutes Zeichen. Aber wir müssen beachten, wenn wir mal so hochrechnen, der Free Cashflow wird ungefähr bei 5 Milliarden Dollar ganz grob liegen, wahrscheinlich fürs Gesamtjahr. Und bei einer aktuellen Marktkapitalisierung von eben etwa 67 Milliarden Dollar geteilt durch die 5 Milliarden Dollar an Free Cashflow kommen wir auf ein Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis sogar von 13,4. Wirklich enorm günstig aus meiner Sicht für so ein Unternehmen. Allerdings hat man hier diese aktienbasierten Vergütungen hier oben, Stock-Based Compensation. Und das sind hier schon 1 Milliarde Dollar allein in den ersten 9 Monaten. Wenn man mal das Ganze hochrechnet, kommen wir locker auf 1,3 Milliarden Dollar, die vom Free Cashflow eben verwendet werden, um Aktien zwar zurückzukaufen, aber eben nicht für die Aktionäre, sondern fürs Management, für aktienbasierte Vergütungen von hochrangigen Mitarbeitern. Und das kommt eben nicht den Aktionären zugute. Deswegen müssen wir diese Gelder auch wieder aus dem Free Cashflow rausrechnen. Und wenn wir das Ganze machen, dann kommen wir eben nur noch so auf 3,7 Milliarden Dollar an Free Cashflow. Und wenn wir jetzt eben das bereinigte Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis ausrechnen, 67 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung geteilt durch den bereinigten Free-Cashflow, kommen wir auf ein Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis von 18. Und 18 ist eben für so ein Unternehmen zwar nicht mehr total teuer wie noch 2021, also man hat hier nicht ein enorm überbewertetes Unternehmen, aber eben auch kein Schnäppchen. Allerdings, wenn die Stimmung jetzt auch im Markt wieder dreht, für 2024, was sehr gut sein kann, dann kann auch hier der Kurs schnell mal wieder 30, 40, 50% nach oben gehen und diese Chancen hat man hier auf jeden Fall. Wichtig ist aber auch, das Ganze ist keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung, sondern eben nur meine persönliche Meinung und PayPal ist einer von den Aktien, die ich aktuell nicht halte. Allerdings von den nächsten Aktien, die ich gleich eben euch noch vorstelle, halte ich zwei Stück selbst aktuell. Das sage ich euch dann aber auch immer dazu. Und wir gehen auch gleich weiter zum ersten Unternehmen, das ich selbst in meinem Portfolio habe, und zwar TIC-TS. Und TIC-TS ist ein Unternehmen, das wahrscheinlich kaum einer von euch kennt, der meinen Kanal nicht schon länger verfolgt. Und wir haben hier wirklich ein sehr kleines Unternehmen aus Deutschland.
mit einer Marktkapitalisierung von unter 20 Milliarden Euro. Also wirklich ein Unternehmen, das kaum auf dem Schirm von Großinvestoren ist. Das lohnt sich einfach für Großinvestoren nicht, aber dafür für mich als Value-Investor umso interessanter. Ganz kurz, was macht TKDS? Sie machen Software für Businesskunden, also für Unternehmen. Das heißt, sie machen Trading-Software, die dann zum Beispiel Banken, Broker verwenden können und haben hier wirklich nur Businesskunden. Und wer mehr über TKDS erfahren möchte, einfach Mitglied auf meiner Analyseplattform werden. Link ist in der Videobeschreibung. Und das Ganze gibt es jetzt auch nur noch bis zum Jahresende 50% günstiger aktuell. Dann bekommt ihr eben das mit einem enormen Rabatt hier für 99,99 im Jahr. Danach ist der Preis eben bei 199,99. Und wenn wir uns jetzt mal die Kunden von TKDS anschauen, wir sehen, sie haben nicht nur kleine unbekannte Kunden, sondern auch eine Comdirect-Kunde bei TKDS, eine HSBC, Lang und Schwarz, Sino AG und noch einige mehr. Das ist hier nur eine kleine Auflistung. Und dadurch hat man natürlich hier das Ganze ein bisschen gestreut. Das heißt, wenn einzelne Kunden wegfallen, heißt das noch nicht, dass das gesamte Geschäft wegbricht. Natürlich gibt es manche Kunden, die mehr Anteile am Umsatz für TKDS beitragen, manche weniger. Aber insgesamt hat man hier auch mit Großkunden natürlich ein super Standbein. Und die letzte Meldung, die war vom 3.11. Da habe ich auch auf meiner Analyseplattform etwas dazu geschrieben. Und da ist eben so, dass der Gewinn in letzter Zeit eingebrochen ist. Der Gewinn war noch im Vorjahr 1,7 Millionen Euro. Aktuell sind es für das letzte Geschäftsjahr, das jetzt eben vor kurzem zu Ende ging bei TKDS, Ende September, sind es nur noch 900.000 Euro. Das heißt, fast halbiert hat sich der Gewinn. Allerdings war die Prognose vorher schon so bei 0,4 bis 0,8 Millionen Euro. Also man hat die Prognose sogar um 100.000 Euro übertroffen. Und das Ganze ist aber auf etwas Bestimmtes zurückzuführen. Und bei so kleinen Unternehmen wissen es natürlich oft viele Menschen nicht. Und zwar hat TKDS schon vor längerer Zeit verkündet, dass sie aktuell einen Investitionsplan haben. Sie möchten hier weiter in Softwareentwicklung investieren, wo sie jetzt mal 2-3 Jahre mehr Geld reinstecken und dadurch die Gewinne natürlich zurückgehen. Aber das Ganze sollte dann in gut einem Jahr auch wieder zurückgefahren werden. Das heißt, wenn im Laufe von 2024 dann vielen Anlegern klar wird, dass TKDS jetzt auf einmal wieder höhere Gewinne ab übernächsten Jahr schreibt, dann hat die Aktie TKDS natürlich enormes Potenzial nach oben zu gehen. Denn wenn wir uns das Ganze mal hier anschauen, wir sehen, die aktuelle Marktkapitalisierung ist 17 Millionen Euro. Und wenn dann der Gewinn wieder hochschnell auf 1,7, 2,0 Millionen Euro, was durchaus realistisch ist, hat man hier ein KGV von 10 oder sogar unter 10 bei einem Unternehmen, das keine großen Schulden hat, sogar eher ein positives Netto-Cash auf dem Konto, dadurch eben super finanziert ist und eine enorme Besonderheit hat, denn sie haben ein Vollausschüttungsgebot. Ich kenne das von keinem anderen Unternehmen, aber TKDS hat sich selbst dazu verpflichtet, sämtliche Gewinne an die Aktionäre auszuschütten. Das heißt, man hat hier wirklich eine hohe Dividendenrendite, denn wenn sie wieder 1,7, 2 Millionen Euro an Gewinn erwirtschaften, dann werden diese auch ausgeschüttet und dann hätte man auch Dividendenrenditen von 10% oder vielleicht sogar mehr. Und dann kommen wir auch zum nächsten Unternehmen, das genau das Gegenteil ist mit Alibaba. Das ist ein riesiges Unternehmen, das jeder von euch wahrscheinlich kennt aus China. Deswegen brauche ich auch zum Geschäftsmodell gar nicht so viel sagen, habe auch schon öfter Videos dazu gemacht. Und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 200 Milliarden Dollar in etwa. Auch der Aktienkurs hier von Alibaba in den letzten Jahren enorm nach unten gegangen, von 300 Dollar auf inzwischen nur noch 75 Dollar. Und wenn wir mal den Free Cashflow anschauen, der so bei grob 10 Dollar jetzt liegt und noch berücksichtigen, dass von den 75 Dollar etwa ein Drittel allein an Netto Cash in Alibabas Kassen liegt, haben wir hier dann einen bereinigten Kurs von nur noch 50 Dollar, also abzüglich Netto Cash, und einen Free Cashflow von etwa 10 Dollar. Das heißt, wir haben hier ein Kurs-Free Cashflow-Verhältnis von gerade einmal 5 für ein Top-Unternehmen, das weiter wächst, eine riesen Marktstellung hat und gleichzeitig auch die Gewinne für die Aktionäre verwendet. Natürlich nicht alle, aber einige. Sie haben ein Aktienrückkaufprogramm schon länger, da kaufen sie eigene Aktien zurück. Zwar jetzt auch nicht ganz, ganz viele, aber doch so, dass man spürt, hier waren es noch 2,69 Milliarden ausstehende Aktien im Jahr 2022, dann 2,62 Milliarden. Aktuell sind es noch 2,59 Milliarden und das aktuelle Aktienrückkaufprogramm geht auch noch weiter. Gleichzeitig haben wir jetzt auch verkündet, dass man eine Dividende ausschüttet, die auch schon jetzt
im Dezember ausgeschüttet worden ist. Und zwar $1 je Aktie bei eben einem Kurs von $75 sind es nur so 1,5% aktuell Dividendenrendite, aber auch hier eben Gewinne, die für die Aktionäre verwendet werden. Und die Dividende kann natürlich auch hier in den nächsten Jahren wieder gesteigert werden. Und wenn eben das Vertrauen zurück an die Börse kommt bezüglich chinesischer Aktien, kann es hier mal ganz schnell um 30, 40, 50% nach oben gehen. Und auch diese Chance besteht natürlich für 2024, weshalb ich Alibaba auch genauso wie TickTS in meinem eigenen Portfolio halte. Bei der vierten Aktie gehen wir wieder zurück nach Europa. Wir haben hier British American Tobacco und das ist auch ein Unternehmen, was natürlich fast alle von euch kennen werden, einer der größten Zigarettenhersteller der Welt, die natürlich jetzt auch immer mehr in Richtung E-Zigaretten gehen und mit einer Marktkapitalisierung hier aktuell von $60 Milliarden. Das KGV hier stimmt leider nicht ganz, das müsst ihr mal 2 nehmen, weil hier, warum auch immer, auf der Plattform aktuell der Gewinn leider doppelt angezeigt wird, also der Gewinn, die Aktie ist hier nicht bei 7,3 Pfund, sondern eher so bei 3,30 Pfund. Und damit kommen wir eher auf ein KGV von 7 ganz grob. Und da ist auch wichtig zu beachten, British American Tobacco hat hohe Finanzverbindlichkeiten, hohe Schulden. Wenn wir das Ganze bereinigen, kommen wir hier so eher auf ein 12er KGV. 12er KGV für ein Unternehmen, das jetzt nicht groß wächst, zugegebenermaßen, aber dafür eben ein solides Geschäftsmodell hat, hohe Free Cashflows jedes Jahr erwirtschaftet, weil die Menschen, die rauchen, die hören nicht plötzlich alle auf. Und das natürlich auch weltweit, das heißt, wenn jetzt in einem Land mal irgendwie Zigaretten verboten werden oder ähnliches, heißt das noch nicht, dass das gesamte Geschäftsmodell wegbricht, sodass auch hier natürlich weiterhin ein hoher Free Cashflow zu erwarten ist. Und aktuell ist eben die Dividendenrendite etwa bei 10%. Auch hier habe ich ein eigenes Video schon zu British American Tobacco in den letzten Wochen gemacht. Und da hat man natürlich neben der Dividendenrendite auch die Chance wieder auf Kurssteigerungen, nachdem es eben hier in letzter Zeit wieder nach unten ging. Auf etwa 26 Euro sind es hier. Aber in den letzten Monaten hier, so vor eineinhalb Jahren, war man bei 38 Euro. Natürlich ist jetzt keine Aktie, die sich verzehnfacht, aber ein gewisses Kurspotenzial ist da. Und solange bekommt man immerhin 10% Dividendenrendite. Und das ist natürlich auch alles andere als schlecht. Und wenn euch drei andere sehr interessante Aktien mit hoher Dividendenrendite interessieren, schaut euch unbedingt mein Video zu 3 Top-Dividendenaktien aus Norwegen an und dann viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal beim Aktienprofi.